Ja, die erste Trockenübung mit Tablet. Man muss den Lenker natürlich gerade machen, damit man es richtig sieht. So sieht es ungefähr aus. Oder so. Und das, was hier hinten alles noch metallisch glänzt, möchte ich gerne Pulver beschichten. Und vielleicht sogar auch diese Schrauben. Mal gucken, ob es klappt. Der erste Versuch, Pulver beschichten. Das kann ja heiter werden. Willkommen bei Zams Channel. Bevor ich das aber machen kann, müsste da hinten in diese Platte noch die Ausbrüche rein für den Lautsprecher und für die Kamera. Hier ist die Kamera und hier unten, das hier ist der Lautsprecherausgang. Und wenn ich diese Einlegerchen hier wieder reinmache, dann kann ich sogar zusätzlich noch an dieser Stelle verschrauben. Um jetzt die Positionen der Ausbrüche festzulegen, habe ich mal hier mit Schräubchen das einfach hier festgetackert, ein Zettel Papier. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das hier irgendwie. Ich mache es mit der rechten Hand. So, das müsste sich ganz gut auf die Aluplatte übertragen lassen. Ich habe das jetzt mal so zusammengeschraubt, wie es gepulvert werden kann. Also alles, was jetzt hier silbern glänzt, könnte danach schwarz sein. Aber mein Pulver oben ist, der Ofen ist noch nicht da. Und ich hadere, muss ich sagen, bis mit dieser Konstruktion. Es gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Es kommt mir doch ein bisschen zu filigran, zu instabil, zu, ich weiß nicht, vor. Es war zwar eine ganz nette Idee, aber ich glaube, das muss irgendwie besser gehen. Irgendwie so vielleicht. Freie Sicht für freie Bürger. Ich habe jetzt Schutzwall abgemacht. Das ist ein 20er Rohr. Das soll auf 12 runter. Das heißt, es ist natürlich kein Rohr, sondern eine Stange. Ist ja klar. Ich habe die Stange jetzt erstmal auf die Größe des Kragens des inneren Rings gebracht, dass das da aufliegen kann, so nämlich. Inzwischen ist mein Backofen für die Garage gekommen. Wir haben mehrere geschrieben und es steht auch ausdrücklich mehrfach in der Bedienungsanleitung der Pulverbeschichtungsanlage, dass man auf gar keinen Fall den Einbrennvorgang in einem Küchenherd vornehmen soll, den man noch für Nahrungsmittel benutzt. Und da ich nicht beratungsresistent bin, habe ich mir halt einfach einen kleinen Ofen für die Garage bestellt. Ich hätte vielleicht auch irgendwo einen gebrauchten gekriegt, aber dieses China-Zeugs ist eigentlich spottbillig und heiß machen wird es schon irgendwie. Also denke ich mal, das ist okay. Den Hähnchendrehspieß werde ich vielleicht nicht brauchen, aber aus dem anderen Zeug kann man bestimmt was Gutes machen. Und nebenbei gab es ein zweites Garagenbackblech. Oberhitze, Unterhitze und Umluft. Umluft? Ah, Umluft. Jetzt wieder aus. Jetzt geht's wieder an. Wie nett. Und da kommt der Grillspieß rein. Na gut, wieder ein Brocken mehr rumstehen. Auf dass es nachhaltigen Spaß bringen möge. Ich habe mir mal so 10 Kilo Restaluminium kommen lassen, damit ich ein bisschen was da habe, aus dem ich ein bisschen was machen kann. Das bunkert hier hinter meinem Werkzeugschubladenschrank. Das Stück ist auch davon. Das hat 8,5 mm Dicke und zufällig 70 mm Breite. Und jetzt schneide ich mir mal so ein Stück 70 auf 70 ab. Da kommt jetzt erstmal ein Loch in die Mitte, in der Endausbaustufe, nämlich ein 10er Loch. Aber ich fange mal klein an. So, und das Ganze soll jetzt rund werden, deshalb habe ich hier eine 10er
Achse, die ich jetzt hier festmache. So. Ja, wie kriegt man was Eckiges rund? Ich kann die jetzt so tun, als wüsste ich es, aber ich weiß es eigentlich nicht. Ich stelle es mir nur so vor, wie es hier dargestellt ist und ob es funktioniert. Keine Ahnung. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Kleines Zwischenergebnis, ich habe mal die Schutzhaube wieder montiert, damit mir die Alu-Stückchen, diese kleinen, da nicht so durch die Gegend fliegen. Ja, wird langsam rund, oder? So, jetzt ist es erstmal rund, der Durchmesser ist erstmal nicht kriegsentscheidend, aber dieser Schritt ist schon mal geschafft. Jetzt weiß ich auch, wozu mein zweiter Spannbackensatz gut ist. Ich muss jetzt die Scheibe einspannen, dafür muss ich meinen anderen Spannbackensatz benutzen. Der ist anders geformt, hier im Vergleich der andere. Die sind also in die andere Richtung geneigt, sozusagen. Man kann also viel größere Durchmesser spannen. Deshalb benutze ich den jetzt. Was ganz nett ist, die haben also Nummern. Da ist eine 1, da ist eine 2 und da ist eine 3. Ich meine es also die Nummern, die hier stehen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und diese Nummern müssen korrespondieren mit den Nummern, die hier drin stehen. Hier sind auch die entsprechenden Nummern. Hier steht zum Beispiel die 2. Und in den anderen Schlitzen stehen 1 und 3 logischerweise. Und da müssen die entsprechend rein, damit die Schnecke, die sich hier drin befindet, also diese Schnecke hier, damit die von Anfang und Eingreifpunkt mit diesen Dingern hier übereinstimmt. Das ist ganz wichtig, sonst zentriert das Ding nämlich nicht. Ich fahre also mal die Position 1 nach vorne, nehme die Schnecke Nummer 1 oder den Einsatz Nummer 1. Setze den an und schaue, dass er mitgenommen wird. Gerade so. Dann gehe ich auf Position 2, nehme den Einsatz Nummer 2. Und schaue, dass der mitgenommen wird. Jetzt nämlich. Dann auf Position 3. Den Einsatz Nummer 3. Und drehen, bis der mitgenommen wird. Jetzt nämlich. So. Jetzt passt das. Von vorne sieht das jetzt so aus, jetzt kann ich meine Scheibe schön einspannen. Jetzt will ich mal gucken, ob das vernünftig läuft. Ja, sieht gut aus. Jetzt will ich versuchen, hier eine Vertiefung reinzudrehen, wo mein Kugellager genau reinpasst. Und zwar genau so tief, denke ich mal, dass das oben bündig ist. Aber nicht so tief, dass es durchfallen kann. Das Wichtige bei dieser Geschichte ist jetzt nämlich, dass das Kugellager nicht durchfallen kann. Sonst ist das ganze System nicht selbsthaltend und kann während der Fahrt abspringen. Erkläre ich nochmal nachher genauer. Ich habe mir jetzt sowas hergestellt, wo dieses Lager hier reinpasst und diese drei Löcher da unten drin sind. Deshalb, damit man das Lager auch wieder rausdrücken kann mit sowas. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, ob es reinpasst. So, jetzt sitzt es da, das Lager. Bisschen Licht. Und hier die drei Löcher zum Wiederaustreiben, falls nötig. Mal ein kleiner Zusammenstecktest. Hier ruht temporär mal eine kleine Scheibe. Die sitzt dann hier unten auf dem Innenring auf, dann kommt dieses Ding hier. Ja, für ein kaputtes Lager nicht schlecht. Dieses Lager stammt also aus einem Zweitaktmotor, den ich mal geschlachtet habe und es ist wackelig und es ist kaputt. Die Bezeichnung dieses Lagers ist diese und ich habe mir ein nagelneues besorgt heute, was in der Größe identisch ist.
aber natürlich nagelneu und in Ordnung. Dieses will ich benutzen für das, was ich vorhabe, und das war nur zum Maßnehmen. Hier habe ich inzwischen Löcher reingebohrt und Gewinde reingeschnitten, sodass ich diesen Deckel hier anschrauben kann. Was noch fehlt, ist der Rastmechanismus. Den will ich allerdings ein bisschen anders machen. Ich will hier keine Vertiefungen verwenden, die hier schon gebohrt sind, und auch keine Kugeln, die da hineinfallen und durch irgendwelche Federhalter gehalten werden, so wie das in der ursprünglichen Planung war, sondern ich will es anders machen. Zunächst schneide ich mir von meiner Aluminiumplatte nochmal einen Zentimeter ab an Material. Einen kleinen Streifen, so viel. Der Plan ist also, dass ich dieses Ding noch kürze, logischerweise in zwei Teile. Dann kommt hier ein Loch rein mit einer Feder, einer halben Feder. Und die Feder drückt dann die Kugel da dagegen. Und da hier kommt eine Vertiefung hier auf diese Fläche. Und das Ganze wird dann hier hinten mit einer Schraube festgeschraubt. So ist es also geworden. Und der Plan ist also der, dass hier die Feder reinkommt. Blöd, wenn ich was erzählen will, lässt vor der Haustür jemand sein Auto an. Dann kommt hier die Kugel drauf. Und so funktioniert es. Das Ganze hat jetzt also diese Tiefe. Und jetzt gebe ich noch einen Zentimeter drauf zur Befestigung. Und dann ist es fertig, das eine. Hier werde ich es also abschneiden. Ich habe jetzt das defekte Lager hier montiert, deshalb wackelt dieses Ding hier wie ein Kuhschwanz, wie man sieht. Das ist ja der Grund, warum ich ein neues Lager gekauft habe. Und das ist hier der erste Klotz. Vielleicht wird sogar einer langen, aber ich mache zwei. So, die beiden Rastkomponenten sind fertig und angezeichnet. Jetzt müssen nur noch die Löcher da rein. Ich habe jetzt hier seitlich die Rastlöcher reingebohrt. Und jetzt kommt die erste Probemontage mit dem kaputten Lager zunächst mal. Ich will also hier so M4x10 Edelstahlschrauben benutzen. Also jetzt kommst du her. Die Feder da rein. Die Kugel dahin. Und jetzt muss es irgendwie gelingen, die Schraube von unten reinzuschrauben. Bin fast der Meinung, dass ein Rastelement genügen würde. Ja, das Ganze ist schon ein derber Rastmechanismus geworden. Zack. Genau in dem Zustand, wie es jetzt hier ist, will ich es pulvern. Allerdings werde ich die Kugeln rausnehmen und die Federn. Aber genauso zusammengebaut, wie ich es im zusammengebauten Zustand pulvern. Das, was verdeckt ist, bleibt verdeckt, da muss auch kein Pulver hin. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Was ich zum Pulvern auch tun werde, ich werde diesen Schimm, den ich habe hier auf einen Kupferschimm auf 1 mm zurecht dünn gemacht, der genau hier drunter sitzt und den Innenteil des Lagers spannt, zusammen mit diesem Ding. Den werde ich rausnehmen, sodass dieses Ding aufsitzt beim Pulvern. Mein erster Versuch im Pulverbeschichten. Diese Kiste habe ich also als Behausung dafür auserkoren, weil ich diese schöne Kiste, die mir da geschenkt wurde, dafür eigentlich nicht verbrauchen, verschmutzen oder sonst irgendwas will. Da drin möchte ich die Sachen selbst aufbewahren und die soll sauber bleiben. Ja, ich möchte also dieses Konstrukt, so wie es hier liegt, von der Seite, die jetzt nach oben zeigt, beschichten und die Unterseite nicht oder halt nur zufällig. Ich habe also den Druckminderer am Kompressor mal auf 2 Bar eingestellt, also das haucht nur noch, das kommt mir ein bisschen wenig vor. Aber ich denke, das ist okay, wenn das nur haucht.
2 Bar ist halt etwas mehr als 1 Bar. Und 1 Bar ist ja schon der Luftdruck. Ich habe da also mal ein bisschen was reingefüllt von diesem schwarzen Pulver. Ich hoffe, das bleibt auch schwarz. Ja, hier liegt also das Gun. Das ist ja fest angeschlossen an dem Steuergerät. Das Steuergerät hat eine Masseleitung. Und diese Masseleitung ist so ungefähr 2-3 Meter lang, 2 Meter lang. Und die habe ich also hier an der Kiste angeschlossen, an der ganz normalen Schraube, die ich da also reingedreht habe. Und was ich damit innen mache, zeige ich gleich. Den Netzstecker habe ich in der Steckdose stecken, von meiner Hebebühne. Und jetzt schalte ich mal ein. Und was passiert? Nichts. Es leuchtet überhaupt nichts. Okay, vielleicht war das ein bisschen optimistisch, aber ich hätte jetzt erwartet, dass die Powerleuchtdiode angeht und vielleicht dieser Knopf noch leuchtet, aber da passiert nichts. Und diese Steckdose hat bislang auch noch nie nicht funktioniert, deshalb wäre das jetzt komisch. Na gut, also, da hinten ist wenigstens Sicherung, vielleicht haben die vergessen, eine reinzutun, ich gucke da gerade mal nach. Netzstecker habe ich wieder gezogen. Eigentlich eine Sicherung drin. Also, die Sicherung ist okay. Ich weiß nicht, was das war. Oder noch ist. Aber es dreht der ganze Sicherungshalter durch. Kann natürlich sein, dass die Kabel da eben schon längst abgedreht sind. Ich versuche es nochmal. Nö. Na gut, also, erster Reparaturfall. Zum Glück sind mir ja elektrische Dinge nicht unbedingt fremd. Aber hier wäre ein Kreuzschlitzschraubenzieher ganz gut. Ja, spannender Moment. Das hatte ich in diesem Video auch nicht unbedingt eingeplant, dass ich gleich ein Pulverbeschichtungsgerät von innen zeigen darf. Aber warum auch nicht? Toll. Eine Blackbox in der Blackbox. Ja, eine Blackbox in der Blackbox. So sieht es hier drin also aus. Also. Die Netzschnur kommt von da. Grün-Gelb geht hier unten drauf auf den Erdungspunkt. Das ist schön. Das Ding geht zur Sicherung. Geht hier als rotes Kabel hier rein in den Schalter. Das braune Kabel geht da in den Schalter. Dann werde ich wohl mal messen müssen. Netzspannung sollte also hier zwischen diesem braunen und dem Sicherungseingang, dem blauen, anliegen. 230 Volt. Sehr schön. Andere Seite von der Sicherung. Auch 230 Volt. Das heißt, hier an dem Schalter liegen 230 Volt. So, und diese 230 Volt sollten eigentlich von diesem Schalter 1:1 nach oben gegeben werden. Werden sie auch. Also ist das, was kaputt ist, in dem Kasten kaputt. Da werde ich wohl in diesen Kasten mal reinschauen müssen. Netzstecker habe ich wieder gezogen. Eben ist er abgestürzt. Aha. So sieht es hier also aus. Ja, man sieht ganz schön die Hochspannungsleitung. Die kommt also hier raus. Als rote Leitung geht dann hier in dieses Ding zum Gun. Hier ist der Erdungsanschluss, hier ist auch der Erdungsanschluss für die Klemme. Aber das ist jetzt mal alles irrelevant. Relevant ist, dass man diese schwarze Kiste aufkriegt. Und diese schwarze Kiste hat, wie man sieht, wiederum 2 Schrauben. So, ich habe diese Zugentlastung mal abgemacht. Das ist so ein durchs Gehäuse steckt Clips, so ein ganz normales Ding.
Und jetzt schaue ich mal da rein. Ich sehe gerade, hier ist ein Kabelschuh abgesprungen, aber der ist bestimmt danach abgesprungen. Aber ich teste es gerade nochmal. So, Deckel auf, heiß Wasser drauf. Das heißt, hier gibt es eine Platine mit ein paar Steckerchen drauf. Das hier ist der Hochspannungstrafo. Und die beiden Schrauben, die ich eben abgedreht habe, da unten haben nur diese Platine hier mit diesen Halterungen gehalten. Das heißt, dieser Deckel, der war nur so zu. Mit Schnapphaken, nämlich mit diesem Schnapphaken hier, wie man hier oben sieht, an dieser Mulde, da. Das heißt, da hätte ich einfach nur ziehen brauchen. Ja, die Netzspannung, die kommt also über diese weiße und rote Leitung hier hin. Hier steht AC 120 Volt 60 Hertz. Und hier auf diesem Klotz, hier auf diesem Hochspannungsgenerator steht auch Input 120 Volt 60 Hertz. Also ich habe fast das Gefühl, das Ding ist ein 120 Volt Gerät, wo einer einfach einen Schuko-Stecker dran gemacht hat. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas jemand wirklich tut. Gut, egal. Jedenfalls diese beiden Pins, diese beiden Leitungen, die kommen also hier, gehen in diesen Trafo hier rein. Einmal hier, einmal hier. Das ist ein Trafo, der hat hier seine Primärwicklung, das ist der hier. Und hier hat er seine Sekundärwicklung. Das heißt also über einen Brückengleichrichter und einen Sieb-Elko wird eine Gleichspannung erzeugt, ganz einfach 12 Volt oder was auch immer, egal. Und die sollte hier messbar sein eigentlich. Und diese Spannung sollte dann hier diese Leuchtdioden zum Leuchten bringen, die über dieses kleine Kabelchen hier hinten fest ist. Also eigentlich alles ganz straightforward. Was läuft hier schief? Ich messe nochmal die 220 Volt, ob die hier ankommen. Das tun sie. Ich messe am Primärwicklung des Trafos, sind da. Ich messe an der Sekundärwicklung des Trafos und habe nichts, ein paar Millivolt. Schalten wir gerade auf Ohmmeter um und messe mal, was der Trafo hier anzeigt. Primärwicklung ist also unterbrochen. Sekundärwicklung ist noch da. 23 Ohm. Ja, es ist ziemlich eindeutig, dieser Trafo hier ist kaputt. Und der Grund dafür ist ganz offensichtlich der, dass dieses Gerät für amerikanische Verhältnisse gebaut worden ist. Irgendjemand hat einen europäischen Netzstecker dran gemacht und hat geglaubt, damit sei alles okay. Und ich habe das natürlich auch geglaubt, weil wenn ich irgendein Gerät finde, wo ein europäischer Netzstecker dran ist, dann gehe ich davon aus, dass das 220 Volt braucht. Auch wenn es vielleicht in der Bedienungsanleitung, die natürlich für amerikanische Verhältnisse geschrieben ist, anders ist, dann gehe ich davon aus, dass das Gerät umgebaut worden ist, wenn es hier in Deutschland oder in Europa verkauft wird. Das gibt's nicht. Das ist sowas. Und dieser Hochspannungsgenerator, der dazu gehört, steht auch eindeutig drauf. Input 120 Volt, 60 Hertz. Ich meine, mit 120 Volt, das bekäme ich noch hin, aber 60 Hertz wird schwierig. Das dürfte dem Ding aber wahrscheinlich auch egal sein. Da dieser Hochspannungsgenerator über dieses Relais geschaltet wird, wenn man die Fußtaste tritt und da dieses Relais nicht funktioniert hat, weil die Spannung von diesem
Trafo fehlte. Hat also mit ein bisschen Glück dieser Hochspannungsgenerator jetzt noch gar keine 220 Volt gesehen. Das heißt, der könnte noch funktionieren. Oder sollte noch funktionieren. Das ist die gute Nachricht dabei. Ich werde jetzt mal versuchen, das Ganze irgendwie zu retten. Ich habe es also auf die Platine eine Elektronik draufgepackt und angeschlossen. Nämlich diese hier. Die ist also in der Lage, aus irgendeiner Spannung zwischen 100 und 250 Volt 12 Volt Gleichspannung zu machen. Ja, so sieht das aus. Damit sollte dieser Teil zumindest wieder funktionieren. Das ist zwar jetzt so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber die Kanonen hatte ich wenigstens. Und dementsprechend musste ich damit auf Spatzen schießen. Kleinere Kaliber wären schwieriger gewesen. Gut, also, das Ding baue ich jetzt da ein. Und damit kann ich dieses Relais ansteuern und den Hochspannungsgenerator schalten. Der ist aber locker. Das Problem ist nur, wenn ich hier 230 Volt drauf gebe, wird mir dieser Block um die Ohren fliegen. Und das will ich natürlich vermeiden. Deshalb werde ich dieses nette Gerät hier verwenden. Das ist ein Regeltrenntravo. Damit kann ich jede beliebige Spannung zwischen, sagen wir mal, 0 und 250 Volt einstellen. Ja, das Ding habe ich mir mal gebaut, als ich in der Lehre zum Radio- und Fernsehtechniker war. Das ist ungefähr 35 Jahre mindestens her. Ungefähr 35 Jahre. So lange habe ich das schon und leistet mir immer wieder tolle Dienste. Und dieses Gerät stelle ich jetzt mal auf 115 Volt ein oder 120, egal, irgendwas in dem Bereich, wie Amerika die Netzspannung hat. Und da stecke ich mich jetzt hier rein. So. Das ist die geregelte Dose, die andere ist fix, die trennt nur, die regelt nicht. Ja, und wie man sieht, leuchtet es hier schon. Muss ich mal das Pedal betätigen und gucken, was dann passiert. Es brummt. Ja, 60 Hertz kann ich dem Hochspannungsgenerator leider nicht bieten, sondern nur 50. Ich hoffe, er verzeiht mir das. Jetzt mache ich aber erstmal die Zugentlastung hier wieder rein. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf. Die Frage ist, kann ich jetzt endlich Pulver beschichten? Mach mal einen kleinen Test. Ah ja. Nett, Hochspannung ist zumindest schon mal da. Ich schließe also die Masseleitung hier an dieser Schraube an. Und innen schließe ich dann das Opfer an der Schraube an. Das Ganze sieht jetzt so aus und ich bin einfach mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt da hinein zu pulvern versuche. Ich weiß nicht, ob da schon genug Pulver ist. Schwer zu sagen, es ist auch ein bisschen inhomogen. Was mich auch wundert, ist, dass eigentlich
das Ganze nichts elektrisch zu tun hat, sondern da ich das Gefühl habe, das Pulver ist überall gleichermaßen, auch am Karton. Lasse ich das jetzt noch ein bisschen absetzen. So sieht es hier drin aus, nachdem sich der Nebel verzogen hat. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Der Ofen ist noch ein bisschen am Vorheizen. So, ich bin jetzt also fast da, wo ich hin will. Und jetzt bringe ich mal das zum Einschwingen irgendwie, das System. Ich bin ja jetzt wirklich auf das Ergebnis gespannt. Die Temperatur ist jetzt natürlich da drin wieder etwas gesunken. Aber ich denke, ich werde es wieder auf 180 Grad schon hochkriegen. Und mich irritiert, dass ich das Gefühl habe, dass das Metall das Pulver nicht mehr angezogen hat durch die elektrostatische Aufladung als der Rest in dieser Kiste auch. Sprich das Papier und der Karton. Irgendwie ist alles gleich beschichtet. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber na gut, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Wie gesagt, das ist mein erstes Mal. Der Ofen ist jetzt wieder auf knapp 170 Grad, hat sich also wieder erholt, temperaturtechnisch. Was man hier sieht, ist schon so eine Art Schmelzvorgang. Es glänzt zumindest ganz hübsch. Mal gespannt, ob die Oberfläche noch richtig glatt wird. Momentan ist er noch so ein bisschen kraterig, muss man so zu sagen. Naja, die Viertelstunde ist auch noch lange nicht rum. Das sind nämlich gerade mal 5 Minuten. Der Temperatursensor war abgekippt, deshalb gab es eine Fehlmessung. Das ist jetzt nach ungefähr 10 Minuten, hat sich eigentlich immer noch nicht viel verändert, immer noch so ein bisschen Hammerschlag, lackmäßig. Sind also circa 20 Minuten rum, 190 Grad. Allerdings ist mir der Messstab ein bisschen nach unten gerutscht. Der hängt jetzt knapp über dem Heizrohr hier, wie man da sieht. Und das Ergebnis ist leider immer noch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Es ist also immer noch kriselig, möglicherweise. Ist die Temperatur unten, wo gemessen wird, deutlich höher als da oben. Obwohl ich habe Oberhitze und Unterhitze eingeschaltet. Eigentlich müsste die Temperatur relativ gleichmäßig verteilt sein in diesem Raum. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ich drehe jetzt einfach nochmal die Temperatur ein bisschen höher und schaue mal, was passiert, ob sich noch was verbessert innerhalb der nächsten 10 Minuten und wenn nicht, dann war es das wohl. Dann ist das Ergebnis halt so, wie es ist. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht und muss mir überlegen, was es war. Ja, es ändert sich also nichts mehr. Ich habe also bei erhöhter Hitze nochmal 5 Minuten gebraten. Ich schalte das Gerät jetzt aus und lasse es einfach abkühlen und gucke, was passiert. Ich mache die Ofentür also nicht auf, sondern lass es einfach ganz langsam abkühlen, so langsam wie es eben möchte. Das Ganze kühlt jetzt relativ rasch runter. Das sind jetzt ungefähr 20 Minuten gewesen. Ja, ich mache dann mal auf. Lass es noch ein bisschen abkühlen bei offenem Ofen. Naja, es ist nur noch handwarm. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, gleich bei meinem ersten Beschichtungsversuch gleich ein fantastisches Ergebnis zu erzielen. Stattdessen dachte ich mir eigentlich schon, dass das irgendwie ja nicht ganz so einfach sein würde, weil sonst würde es ja jeder machen. Ja, also
Die Farbe ist drauf. Sie macht auch einen ziemlich stabilen und robusten Eindruck. Man kann es also nicht mit den Fingernägeln irgendwie wieder wegkratzen. Die Unterseite ist auch mehr oder weniger blank geblieben, so wie ich das wollte. Das Einzige, was nicht ganz so schön geworden ist und auch nicht so geplant war, das ist die Tatsache, dass die Oberfläche immer noch ja, Hammerschlag lackförmig ist. Und warum das so ist, keine Ahnung. An der Temperatur soll das nicht gelegen haben, an der Einwirkdauer auch nicht. Keine Ahnung, definitiv nicht. Wenn es jemand weiß, bitte sagt's mir. Wenn ihr selbst nur raten könnt, das kann ich selber. Na gut, aber egal. Es war mal ein Versuch wert und es wird nicht der letzte sein. Und vielleicht finde ich sie irgendwann raus. Die Gewinde sollen ja wieder lösbar sein. Das sind sie natürlich. Die Schrauben sieht eh niemand. Ich habe die eigentlich nur deshalb reingedreht, damit die Gewinde nicht zugepulvert werden. Dafür dabei noch mit beschichtet worden, ist natürlich auch ganz nett. Aber wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen. Hier bin ich gespannt, wie sich das trennt. So sollte es sein. Hier vorne ist sogar auch ein bisschen Pulver eingedrungen, das ist gut. Hier habe ich ein bisschen was reingestopft. Ein bisschen Papier, damit da nicht so viel reingeht. So. Hier soll nämlich die Feder und die Kugel hin. Mal gespannt, wie Feder und Kugel jetzt auf diesem Ding reiten. Ja, so habe ich es mir im Prinzip vorgestellt. Jetzt nehme ich mal das alte defekte Lager raus. Dafür habe ich ja diese drei Löcher hier drin. Das hier ist also jetzt das endgültige Lager, was da rein soll. Und wenn ich das jetzt drin habe, dann soll es auch gerne da drin bleiben. Man sieht also hier schön an den Löchern, dass es jetzt unten ist und gerade ist. Eigentlich sollte es nicht reiben da unten, aber man weiß ja nie so genau. Thank you.
Ja, macht einen guten Eindruck. Und das Schöne ist, da wackelt nichts. Das geht schon toll mit einem Schnapper. Ha. Geht aber auch mit zwei Schnappern hervorragend. Jetzt müssen hier nur noch kleine Abstandshalter dazwischen. Ich habe so kleine Messinghülschen, die werde ich mir auf die Hälfte runterdrehen, also auf die Hälfte der Länge. Was hätte ich nur früher ohne Drehbank gemacht? Da hätte ich das Ganze ja gar nicht anfangen brauchen. So ein Projekt. Jetzt kommt der Tablet drauf. Genau so. Ist das jetzt gut oder schlecht oder Quatsch? Ich würde sagen, es ist ein nettes Experiment. Zumindest das ist es. Ja. Tja, Freunde der Nacht. Pulverbeschichten mit Hindernissen. Ich habe immer noch meine Atemschutzmaske im Hals, sehe ich gerade. Ja, das war mal interessant. Das war mal interessant. Ja, das Ergebnis der revidierten Pivot-Einrichtung gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es ist nicht wackelig, es ist total fest, es rastet prima und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Das Ergebnis des ersten Pulverbeschichtungsversuchs ist so lala. Man kann es lassen, man kann so rumfahren, es wird sowieso ein paar Mücken drauf geben, irgendwann wird man den Hammerschlaglack vielleicht nicht mehr sehen oder stört nicht mehr, also genau genommen ist es mir fast egal. Das war mal ein Versuch und Spaß gemacht hat es in jedem Fall. Aber es würde mich schon interessieren, was ich da falsch gemacht habe oder was falsch gelaufen ist bei der Pulverbeschichtung. Also wenn jemand eine Idee hat, nur her damit. Ich werde natürlich noch mehrere Versuche machen im Laufe der Zeit und vielleicht gelingt es mir irgendwann mal eine homogene Oberfläche zu erzeugen. Hoffen wir das Beste. Ihr werdet es erleben, ihr werdet zuschauen dürfen. Bis bald bei Zams Channel.